Herzlich willkommen hier bei We Love MMA, heute zu einem neuen Interview mit We Love MMA-Fighter Markus Bock. Markus, grüß dich. Was geht ab, Bro? Dein nächster Kampf bei We Love steht fest, 11. Februar bei We Love MMA 63 im Castello Düsseldorf. Richtig. Dein letzter Fight ist jetzt schon über ein Jahr her. Wie fühlt es sich an? Wieder Vorbereitung, wieder ein Fight in der Pipeline. Wie geht's dir? Ja, an sich fühlt sich gar nicht so wirklich anders an. Wie die vorherigen Kämpfe, ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt so anders. An sich geht es mir gut. Ich bin gut im Training, ich bin fit. Ich bin eigentlich immer fit. So, was den Lifestyle angeht, ernähre mich gesund, trainiere fleißig weiter. Ansonsten geht es mir gut. Dass du sagst, du ernährst dich gesund, ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Das ist so eine Sache, die interessiert mich auch immer sehr bei Kämpfern. Und zwar, wie sieht denn so deine Ernährung aus? Weil man hört ja wirklich bei vielen Kämpfern von A bis Z alles. Klar, auch teilweise diese modernen Sachen, Low Carb, vielleicht ketogen, also gar keine Kohlenhydrate. Andere ernähren sich wiederum so ein bisschen offener. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn du dich jetzt in der Vorbereitung befindest? Wir haben noch knapp 6 Wochen, 7 Wochen bis zum Kampf. Wie sieht jetzt so deine Ernährung aus? Also es dauert natürlich, bis man wirklich versteht, was braucht der Körper. Für den einen klappt das eine besser als das andere, für den einen klappt Low Carb besser wie für den anderen. Ich mache das meistens so, ich trainiere die erste Einheit auf nüchternem Magen. Es fällt mir einfach leichter, mich zu bewegen. Ich mag das nicht so, wenn ich was im Magen habe. Und dann so gegen 12, 13 Uhr esse ich so die erste Mahlzeit. Es sind meistens, also fast immer eigentlich Eier. Das ist eine Form von Spiegelei oder Rührei. Dazu esse ich einen Toast, also ein paar Kohlenhydrate. Und trinke danach einen Smoothie oder esse einfach eine Schale Obst, damit ich ein bisschen Gemüse und ein bisschen Zucker reinbekomme. Dann entspanne ich mich ein bisschen bis zur nächsten Einheit. Warte ab, zwischendurch snacke ich Nüsse oder Datteln oder esse eine Banane. Und abends esse ich dann nochmal eine Portion, die überwiegend aus Protein und Vitaminen in Form von Gemüse besteht. Bisschen Reis dazu, aber bisschen Carb ärmer, sage ich jetzt mal, wenn es Richtung Vorbereitung geht. Wenn ich normal trainiere ohne Vorbereitung, dann mache ich das einfach nach Bedarf. Dann esse ich mal ein bisschen mehr Reis oder Kartoffeln, mal weniger, wie ich Bock habe. Und wenn ich wirklich straight in der Vorbereitung bin, dann ist es meistens immer nur eine kleine Portion. Sind bei dir auch mal Ausnahmen drin in der Vorbereitung oder bist du da wirklich jemand, der sagt, du hast diese Disziplin zu sagen, in diesen letzten 8 Wochen zum Beispiel, ich kann mir da keine Ausnahme erlauben? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich eher der Lifestyle. Ich bin eh nicht so der Typ, der jetzt sagt, boah, fuck, ich würde so gerne Döner essen oder mit Schokolade reinballern. Das esse ich auch sonst so nicht. Ich bin eigentlich ganz recht happy so. Also so wie ich mich gerade ernähre, ernähre ich mich auch meistens außerhalb der Vorbereitung, ohne irgendwelche Flashbacks auf Süßigkeiten oder so. Ich esse kaum Süßigkeiten. Wenn mal ein bisschen Schokolade, hochprozentige Schokolade. Das ist eigentlich schon Highlight. Sonst eigentlich gar nicht so viel. Fällt einem wahrscheinlich dann auch einfacher, ne? Du sagst es ja selber, wenn du quasi das ganze Jahr über danach lebst und gar keinen Bock drauf hast, auf diese Ausnahmen, sag ich mal, das ist natürlich viel einfacher, als wenn ich von morgens bis abends so an meinem Mundwinkel schon am Träumen bin, was ich dann nach meinem Kampf endlich essen kann. Ja, und voll. Wir hatten über deine Vorbereitung gesprochen. Wie lange geht die denn? Also hast du auch so ein klassisches 8 bis 10 Wochen Camp oder wie sieht das da bei dir aus? Also es ist auch immer für mich abhängig, wann ich den Kampf angenommen habe. Meistens sind das so ungefähr 8 bis 6 Wochen. Jetzt zum Beispiel sind es 8 Wochen gewesen. Ich habe die ersten 2 Wochen eher ein bisschen mehr Fokus auf meine Athletik gegeben. Habe ein bisschen mehr Krafttraining gemacht, ein bisschen mehr Ausdauertraining und starte dann letzten 5, 6 Wochen eher in die intensive MMA-Vorbereitung, dass ich wirklich anfange, nur noch MMA-spezifisch zu trainieren, zu drillen, zu sparen. Und das ist so die Phase, in der ich mich jetzt gerade befinde. Dein Gegner, Asab Elikhanov, ist ja jetzt auch kein Unbekannter bei We Love, genauso wie du. Ihr beide habt schon quasi bei uns in der Veranstaltung gekämpft. Hast du dir auch seine Kämpfe angeschaut im Vorfeld? Das heißt, hast du ganz genau geschaut, okay, worauf muss ich mich jetzt hier vorbereiten? Wird es vielleicht eher ringerlastig? Oder denkst du dir, hey, ich fokussiere mich auf meine Stärken, weil meine Stärken stärker sind als seine Stärken? Ja,
Schwer. Also ich habe halt so ein, zwei Highlights von dem gesehen, einfach weil die rauf und runter liefen. Die kamen halt immer wieder im Feed hoch, sage ich jetzt mal. Gerade, also ich bin der Meinung, dass gerade in der Szene, wo wir uns befinden, dass wenn man wirklich nur drei, vier, fünf Kämpfe hat, dann kann man natürlich in diesen Filmen jetzt sagen, ich jetzt analysiere alles, aber so man entwickelt sich so schnell weiter. Natürlich habe ich so ein paar Sachen rausgesucht, aber ich habe jetzt vielleicht ja, zwei, drei Kämpfe gesehen, ne, von seinen fünf oder so. Habe mir da ein, zwei Sachen rausgepickt und das war's schon. Also ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, okay, jeden Montag ziehe ich mir rein, okay, der macht das, dann mache ich das, dann mache ich das, Ja. weil im Endeffekt auf Stress und auf Adrenalin, ne, drauf geschissen. Ist dann eh eine Schlägerei. Also für mich irgendwie vom Gefühl. Und wir sind noch nicht auf dem Niveau, dass ich sage, okay, ich habe jetzt 20 Kämpfe zur Verfügung und der hat jedes Mal den und den Fehler gemacht, dann mache ich das, dann mache ich das. Also so sehe ich das gerade. Ne? Aber man will Deswegen einfach einmal kurz rüber geschaut. wahrscheinlich ja, einfach so grob einschätzen Ja, können, was einen genau, grob. erwartet. Nicht Genau. diese Dan Hardy Breakdowns. Jetzt sehen, wo er da mit dem Stift immer Ja, genau. So, einzeichnet. nicht ganz so in die Richtung. Nicht Ja, ganz in die Richtung. genau. Natürlich nehme ich das ernst und gucke, was der Ja. macht, was er gut kann. Aber der, also, ist zu wild. Das wäre jetzt genauso, als wenn ich sage, okay, einer hat gesehen, wie ich einen Flying Knee gemacht habe. Okay, jetzt macht der Flying Knee Konter. Das war einfach intuitiv. Das ist jetzt nicht so, ich sage, ich. Weißt du, was ich meine? Naja, absolut. Ja. Wie sind Aber ist dann. natürlich. Ja? Nee, entschuldige. Ja, alles gut. Wie sind denn deine weiteren Ambitionen? Dein letzter Fight bei Wheel of war 2019, 2021 hattest du noch bei einer anderen Veranstaltung einen Kampf. 2019 warst du aber relativ aktiv. Drei Fights hast du gemacht. Das ist ein ordentliches Tempo. Hast du denn vor, wieder so richtig anzugreifen? Wie sieht so bei dir deine Zukunftsplanung aus? Also ich will den Mund vorab nicht zu voll nehmen, dass ich jetzt sage, ja klar, ich bin so motiviert und am Ende dies und das und Ananas und dann Ende des Jahres stehe ich da wieder. Ich habe natürlich vor, auch aktiver zu werden. Nochmal, hatte das auch letztes Jahr vor, aber es kam immer wieder irgendwelche Sachen oder irgendwelche Hürden haben sich in den Weg gestellt, die das Ganze komplizierter gemacht haben. Aber ja, ich habe Bock. Ich habe Bock, dieses Jahr den Fokus ein bisschen mehr aufs Kämpfen zu legen und zu sagen, okay, ich nehme ein bisschen mehr Herausforderung an. Habe ich auf jeden Fall Bock. Geil. Hoffentlich klappt das alles auch so und vor allem, was in diesem Sport omnipräsent ist, hoffentlich bleibst du auch gesund. Also auch was Hoffentlich. Gelenke und so weiter angeht, hat mir ja auch Ja. wahnsinnig oft. Aber toi toi toi, dass das alles so klappt. Erstmal ist dein Fight gegen Asaib Elikhanov am Start. 11. Genau. Februar, Castello Düsseldorf. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Puh, was soll ich sagen? Das ist alles sehr spontan, aber ich danke natürlich Wheel of MMA dafür, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich auf dieser Bühne zu präsentieren, meine Leute und mein Team zu repräsentieren. Und ey, ich bin gehypt. Ich wirklich, also scheißegal, wer was sagt, so, ich blende das komplett aus. Ich mache mein eigenes Ding und ich habe wirklich Bock, eine gute Show zu liefern. Ich freue mich auf einen guten Tanzpartner und ich hoffe wirklich, dass viele Leute einschalten werden.